Kushta Mali Asana gehört zu den traditionellen Asanas, die in alten Hatha-Yoga-Texten erwähnt werden, heute ziemlich unbekannt sind. Annika zeigt, wie es geht. Setze dich auf den Boden im Langsitz. Bringe die Handflächen unter das Gesäß. Dann beuge das linke Bein und bringe den linken Fuß unter die linke Handrücken. Dann bringe den rechten Fuß, falte das rechte Bein und bringe die rechte Ferse vorne ans Schambein. Die rechte Ferse drückt gut gegen das Schambein, bei Männern hieß es gegen die Penisgegend. Das linke Bein ist so postiert, dass es unterhalb des Geschlechtsorgans ist, beziehungsweise an der Basis des rechten Oberschenkels. Bringe die linke Hand weiter nach vorne, sodass die linke Handfläche unter der linken Wade ist. Bringe die rechte Handfläche auf den rechten Fuß. Dann beuge dich nach vorne und gib den Kopf zu den rechten Zehen hin. Schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Kushta Mali Asana, eine Stellung, die eine besondere Wirkung hat auf Ida und Pingala.